Boy. Das war viel Arbeit. Nicht umsonst, tapferer Mann. Das wird's aber stimmen hier. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Warum macht ihr den Kopf immer so? Die Parkinson oder was? Hört ihr das, Schwester? Verräter! Ja, es ist FSK 18, deswegen habe ich das auch wieder oben eingeblendet. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Mm-mm. Mann, scheiß auf die Hühner in dem Baum, aber... Ich will wissen, wozu ihr die Kinder braucht, aber ich will auch gleichzeitig wissen, wer das... Kinder gehen vor. Wozu habt ihr die Kinder gebraucht? Gebraucht? Wir? Sie haben uns gebraucht. Unsere Fürsorge. Boah, jetzt... Du hast sie in große Gefahr gebracht! Der Kopf macht mich ganz wahnsinnig. Der Korb als Gesicht ist auch gut. Ne? Alles zu seiner Zeit. Ah, scheiße. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Sehr dünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Wie der Arm da raushängt. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Passend dazu. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube euch nicht. Die Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen? Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Du fette, hässliche Gammeloma, geh aus dem Weg jetzt. Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Ach, Zorn verzehrt diese vertrockneten Ohren da und dieser Hase da, ekelhaft. Der Arme. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Permanent Make-up. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Also ich würde... Dieses Jahr habe ich noch kein Spiel empfohlen, so richtig. Aber dieses Spiel kann ich wirklich wärmstens jedem empfehlen. Egal, ob man das schon mal gemacht hat oder nicht. Das ist der Hammer. Und sahen die Omen. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Out of my face, bitch. Aber warte noch ein bisschen, bevor du es dir kaufst, weil sonst guckst du ja nicht mehr zu. So, jetzt hat gerade was gebrummt. War das jetzt Brüderchen oder was? Ein Bildchen. Na, herzlichen, wer ist denn das? Kenn ich die? Komm, Schwester, nicht getrümmelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Immerit kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Boah, na warte. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brüder. Okay, Baby, wenn du Lust hast, kannst du auch übrigens mal bei YouTube reingucken. Ich kann sie schon schmecken. Irgendwann, wenn es noch nicht getan ist. Wunderbar. Oder Gustav, mach dann nochmal deinen... Dein Posting. Nee.
Kennst du nicht, okay, aber es sieht gut aus. Machen wir. Oh, ist das laut. Wo ist das so laut gerade? Oh Gott. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Da war die schwarze Schönheit. Da war sie. Habt ihr sie gesehen? Das war die schwarze Schönheit. Das war die der Geist, den wir befreit haben. Wie geil. Das war sie. Wirklich. Mozilla ist zurück. Grüß dich. Willkommen zurück, mein Lieber. Schrei da nicht so. Warum ist sie denn nicht aufs Pferd aufgestiegen? Die schwarze Schönheit war genau gerade da. Die alte Kamerahure, die wollte auch nochmal ins Bild. Noch so nach dem Motto, warum hast du nicht nach mir gefragt? Kurz vor Ende Witcher 3, oh oh. Nicht spoilern, bitte. Quest abgeschlossen. Sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Daher muss ich euch eigentlich töten. Haben uns an unsere Jugend erinnert. Was ist widerlich? Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Angeblich soll die Story bei über 100 Stunden liegen. Nur die Hauptstory. Nee. Ich töte euch jetzt hier und jetzt. Das vergebe ich euch nicht. Da kenne ich nix. Nö. Ihr sterbt jetzt. Alle sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen. Oh, dieser Kopf macht mich fertig. Gustavius, raus. Alles klar, mein Lieber. Danke dir fürs Modden. Vielleicht kann der Uzi oder der Silla sich mal den Text von Gustav kopieren, den er gerade nochmal gepostet hat. Shit. Ich dachte, wir kriegen die noch. Also dann verabschieden wir auch noch mal kurz den Gustav. Also mein Lieber, mach's gut. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten, fürs Dabeisein, fürs Modden, fürs Unterstützen. Du weißt, I appreciate it. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch? Einladung von Kira Metz. Ich glaube, die Alte wollte mal knattern, ne? Auch wenn das gerade sehr platt klang, aber. Ah, level up. I'll take it. Hey, Banditen. Achtung und. Nein! Nein, 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 nicht in Panik verfallen. Warum? Das war's schon. Schade. Ich wollte die eigentlich alle so bisschen klein hacken für die Suppe, für die Witcher-Suppe. Das hat ja super geklappt.
Na, dann loot ich mal all euren Shit hier weg, ihr kleinen hässlichen. Hä? Verschlossen? Kann ich die aufsprengen, die Tür? Warte mal, wir haben noch... Was ist das? Okay. So, warte mal. So. Jetzt rollen wir die da rein. Come on, Physics. Ja. Genau da wollte ich dich eigentlich nicht haben. So, jetzt da so. Okay. Vielleicht funktioniert's ja. MacGyverish. Ja, das ist auch gut. Division wird auch mega. Da freue ich mich auch drauf. Blötze kann, glaube ich, gar nicht sterben. Was? Das Pferd kann wirklich sterben? Das ist mir noch... Aber hä? Ich habe noch nie Schaden bekommen. Das ist die krasseste Tür, die ich je erlebt habe. Schade. Irgendwie habe ich schon geahnt. Naja. Dann ist es halt so. Übrigens ist jetzt hier wieder der Sonnenuntergang. Wunderschön anzuschauen. Wenn man nicht gerade festhängt. Oder vom Greifen oder was das hier dann oben ist. Ob der Greifen ist das hier oben, ne? Ah, sieht das geil aus. Das ist der Oberhammer. Alleine ritten wir in die untergehende Sonne. Ein paar wenige müde Augen verfolgten das vor den heimischen Fernsehern, PCs, Smartphones und Tablets. Alle getrieben von der Sehnsucht in die Ferne. Langsam, langsam. Und Wölfe näherten sich uns. Also gab ich dem Pferd die Sporen. Immer der Sonne entgegen. Kyra. Ich hoffe, sie wartet auf uns. Hat sich hübsch gemacht oder liegt wieder in ihrem Trog. Muss ja sagen, die hat sich ja schon ganz schön ins Zeug gelegt da. In unserer kleinen Mission hat sie sich echt gut an uns rangeworfen. Und ich meine, wir spielen hier Witcher. Also, hallo? Du kommst nicht rein. Genau. Ach, Wahnsinn. Das ist einfach so geil aus. Arr! Sorry, my man. War keine Absicht. Hey, Buddy. Ich hab meine kleinen gestern zum Pilzeklappen geschickt. So, dann gehen wir mal das Schwert schleifen, damit es für Kyra auch scharf ist. Ihr wisst Bescheid. Hoffe ich. Ja, also man muss sein Schwert regelmäßig schleifen. Wisst ihr Bescheid. Wo ist denn jetzt hier der... Kann ich denn hier nicht... Doch, jetzt. Ja, Plötze, meine Liebe. Komm. Komm, Mädchen. Wir müssen zu Kyra. Oder Kyra oder whatever. She's waiting. Wir müssen noch vor. Bevor es komplett dunkel wird, müssen wir bei ihr sein. Ja, ich finde auch, lass uns dir mal einen eigenen Namen geben. Ihr stimmt mal ab. Okay, eigentlich müsstest du das einfach mal sagen, weil du bist hier sozusagen die einzige Dame gerade. Wir können sie einfach Loki Babe nennen. Dann kann ich immer die... Nein, nein, wir hören jetzt auf, darüber zu sprechen. Sonst wird es ganz schlimm. Ich möchte keine Anspielungen mehr. Ich möchte...